Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Mitternachts-Special. Ufo meine LP präsentiert Don't Starve und wir spielen weiter. Genau, fortsetzen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ist ja schon wieder eine Weile her. Entschuldigt bitte, ich esse gerade eine Erdnuss hierbei. Die eine esse ich noch, auch wenn es eklig ist für euch. So, da ist aber eine Ladezeit hier, mein lieber Scholli. Eine Ladezeit vom... Aha, hier ist er. Schnell sammel. Tag 1 sogar. Hast du schon irgendwas? Nein. Oh. Da brauche ich... Oh Gott. Ich brauche Feuerstein für eine Axt. Schnell. Oder bei einer Moorrübe. Schnell, Feuerstein. Sag mal. Wo ist denn hier Feuerstein? Da. Nein, ein grüner Pilz. Nein, den will ich nicht, den will ich nicht. Oh, guck mal, ein Schweinedings hier. Oh, ein aggressives Schwein. Nein. Oh Gott. Ich brauche sofort einen Feuerstein, sonst kann ich mir keine Axt bauen und dann kann ich auch nicht übernachten. Mist. Ja, nimm die Möhre noch. Wie viel Zeit hast du denn noch? Die Zeit rennt. Och nö, ey. Komm, Feuerstein. Mal auf die Karte gucken hier. Nicht so hektisch jetzt hier. Arrgh. Ah, ein Feuerstein. Ja, los, schnell, nimm ihn. Okay, jetzt können wir uns eine Axt bauen, ja? Okay. So, sehr schön. Und jetzt Holz. Können wir denn eigentlich jetzt schon ein Feuer bauen? Sag mal, wie lange brauchst du denn? Ja, sammel das alles ein. Können wir schon Feuer bauen? Ja, okay. Ja, ein bisschen mehr Holz noch. Ja. So, meine lieben Freunde, es geht weiter hier wieder mit Don't Starve. Wir sind wieder am Start. Da will ich mal hoffen, dass wir das jetzt hier irgendwie packen. Wir haben es ja schon mal einige Zeit geschafft. Aber das Schöne an dem Spiel ist ja... Na, das Schöne an dem Spiel ist ja, man kann ja immer wieder von vorne anfangen. Das macht immer wieder Spaß. Nehmen wir hier noch eine schöne Beere mit. Und eine Blume. Und noch eine Blume. Und ein bisschen Gras. Und noch Beeren. Und ein paar Samen. Und ein paar Gras. Noch mehr Gras. So. Na, neigt sich der Tag schon dem Ende zu? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das nehmen wir noch mit. Blume nehme ich natürlich auch mit. Und das nehme ich noch mit. Oh, da ist schon wieder ein Wurmloch. Wollen wir in das Wurmloch springen? Jetzt gleich am ersten Tag ins Wurmloch? Erstmal noch nicht, würde ich sagen. Wa? Erstmal sammeln wir. Ach, guck mal, Zweige liegen hier rum. Ah. Ja, sehr schön. Skelett, okay. 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 Na. Moorrübe. Noch eine Moorrübe. Noch eine Bärenbusch. Und noch eine Blume. So. Ich glaube, man muss das Feuer erst bauen, wenn es wirklich dunkel wird. So richtig dunkel. Deshalb werden wir mal hier schön weiter farmen. Oh, guck mal, eine Gold... Oh. Kann ich schon eine Spitzhacke bauen? Brauche ich dafür? Ach, mehr Feuerstein. Mist. Ein Haufen Steine liegen hier rum. Hier könnte man sich dumm und doof schlagen. Da ist noch ein Wurmloch.
Oh, Steine ohne Ende, Alter. Feuerstein, 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 Feuerstein. Ja. Ah, okay. Kann ich mir jetzt eine Axt bauen? Wie viel brauche ich denn davon? Ach, das war Felsen. Das ist gar kein Feuerstein. Soll ich ja mit Felsen, Mann? So, ich glaube, jetzt wird Zeit. Jetzt machen wir uns mal ein Feuer. So. Mal vielleicht ein bisschen Holz nachlegen. So, dann fangen wir an zu braten hier. Zu kochen, besser gesagt. Ba, 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 lecker, lecker. Und wir essen gleich was. Ja. So, sehr schön. Der Magen ist voll. Können wir hier noch ein bisschen was abernten? Ah, da liegen Feuersteine, ich glaub's nicht. Aber gleich wird es wahrscheinlich so duster. Muss schnell zurück, schnell zurück. Hier kannst du hier noch den Baum abhacken. Oh, jetzt wird es ganz dunkel. Immer noch schnell. Jetzt wird es ganz dunkel. Jetzt werden wir mal in der Nähe vom Feuer bleiben. Ah, was können wir denn jetzt noch machen in der Zeit? Nicht viel, wa? Irgendwas craften. Guck mal hier, craft doch mal eine Falle, okay. Was können wir noch so machen? Eine Fackel. Oh. Kann nicht schaden. Noch eine Axt. Wollen wir noch eine Axt bauen? 50% noch. Ah, wir warten noch. Mit der Axt. Hier ist noch ziemlich hell. Ich glaube, das Feuer lässt nach. So, jetzt können wir es abfällen. Der erste Tag, wir haben ihn gleich überlebt. Nicht mehr lange. Bam, 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 bam. Oh. Leg mal noch ein Feuerchen nach. Ja. Heller ist es nicht geworden. Gut, dann werden wir mal den Baum hier noch abfällen. Lebt denn der Alte? Okay, ihr wisst, was ich meine. So, es geht weiter. Wir haben... Ah, Tag 2. Juhu, Tag 2. Glücklicherweise gibt es ja hier eine große Menge von einem Feuerstein. Das ist ja schon mal sehr geil. Sehr, sehr geil. Nein. Wo sind denn die anderen Feuersteine? Ich habe die doch gesehen. Wo sind sie denn? Hallo, Feuersteine. Da sind sie. Da sind sie. Jetzt kann ich mir nämlich auch eine Spitzhacke bauen. Genau. Und die Beeren nehmen wir natürlich auch mit. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Eigentlich könnte ich mir doch hier jetzt auch schon meinen Blumenkranz. Warum? Oh, so viele Blumen braucht man dafür. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Jetzt speichert er, was auch immer. So. Ja, jetzt. Haha. Ja. Ja. Cool. Cool. Das Coole ist natürlich auch. Nee, nee, nee. Ich will hier Felsen, genau. Feuerstein, genau. Gold, sehr gut. Den Feuerstein noch. Den Feuerstein noch. So, nehmen wir noch ein bisschen Holz ab. Also Holz kann man echt nie genug haben. Deshalb müssen wir. Aber Holz ist halt auch sehr zeitintensiv. Man könnte natürlich auch die ganzen Tannenzapfen alle liegen lassen. Haha. Bam, 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 bam. Ja. Oh, wir können schon eine Erfindungsmaschine bauen. Eine Wissenschaftsmaschine. Feuerstein, wie geil, wie geil. Oh, guck mal, den nehmen wir auch noch mit. Haha. Ja, Gold. Ja. So. So.
Wir haben ja eine Falle dabei, weil die könnten wir ja theoretisch Feuerstein. Ja. Wir erkunden die Welt ohne Geld und nehmen nur den Feuerstein, denn wir sind ein Held. Okay, die Reimkunst war jetzt nicht so cool. Ja. Natur ist langweilig. Was ist mit dir los? Ich glaube, ich kann jetzt sogar ein großes Feuer machen. Bam, bam, bam. Eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich die Wissenschaftsmaschine, wa? Haha. Ja. Da. Alles nehmen, alles mitnehmen, was wir kriegen können. Haha. Sehr schön. Mann, das wirst du aber eine Ausbeute hier, mein lieber Scholli, ey. Da kann es uns ja gar nicht schlecht gehen. Gut, mit der Nahrung sieht es nicht so gut aus. Da müsste man vielleicht mal gucken. Und da vielleicht hier im Wald noch was... Oh. Warum ist denn jetzt hier so viel? Weil ich noch am Anfang bin, oder was? Boah. Los, komm. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Mach mal noch eine Spitzhacke. Genau. So, ja, 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 ja. Nahrung, Nahrung. Oh, es wird dunkel. Okay. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es macht irre Spaß hier immer bei Don't Starve das ganze Zeug einzusammeln. Ja. Ja. Oh, was haben wir da? Ein Friedhof. Was ist denn das? Ein Goldklumpen. Ja. Vielleicht sollte man hier nicht so nah am Friedhof sich rumtreiben. Sag mal, wie viele Feuersteine finden wir denn hier noch? Guck mal, ist da noch einer im Moor oder was ist das? Ja, alles einsammeln, alles einsammeln, alles einsammeln. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wofür man Salpeter braucht. Wollen wir mal hoffen, dass das Holz reicht, was wir jetzt haben. Das ist ein kleines Stück Weg, eigenartigerweise. Ja. Oh, ich sehe es schon wieder funkeln. Im Dunkeln sieht man das Gold richtig funkeln, glaubst du? Ach, nee. So, was haben wir hier? Die sind schon alle abgeerntet hier, oder was? Na komm, dann lass uns doch hier mal ein Feuer bauen. Dann können wir die drei Bäume da abholzen. Ja, ein befestigtes Feuer, kann nicht schaden. Wer weiß, wenn wir hier mal wieder aufschlagen. Oh, ho, ho, ho. Jo. Oh. Komm. Holz kann man nie genug haben, mein Freund. Da, 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 da. So, das nehmen wir auch noch mit. Ein bisschen. Holz und wir haben den zweiten Tag. Das ist doch sehr fein. Zweiter Tag ist immer gut. Lass uns mal hier ein bisschen Holz noch reintun. Ah, guck mal. Dann das hier noch abhacken. Jetzt ist schon ganz dunkel. Schnell, schnell, schnell. So, zurück. Und die Steine nehmen wir noch. Die sind ja noch im Lichtkegel sozusagen. Jetzt ist unser Inventar wahrscheinlich dann auch wieder voll. So, was liegt da noch? Salpeter, okay. So, dann können wir... Ist nicht heller geworden, ne? Dann können wir jetzt eine Wissenschaftsmaschine bauen. Ja, bau sie und stell sie hier hin. So, und somit haben wir unser erstes Lager. Was gibt's hier? Essen.
Essen. Standardfarm. Cool. Dann lass uns doch mal hier einen kleinen Wald pflanzen. Ja, bam, 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 bam. Grusel. Grusel. Komm, mach mal noch ein bisschen Holz nach. So, und jetzt pflanz doch mal hier einen Baum. Los. Genau. Hier noch ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Die können wir ja später alle fällen. Ne? Genau. Noch mehr Bäume. 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 Und gleich haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Oh, 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 oh. Ja. Was können wir denn jetzt noch bauen? Eine Schaufel war. Bestimmt eine Schaufel. Ja, bau mal eine Schaufel. Ja, jetzt haben wir eine Schippe. Sehr gut. Sehr schön. Was gibt's noch? Hier kann man noch was bauen. Kann man hier noch was bauen? Nee, nicht wirklich. Hier auch nicht. Hier ist was Neues dazu gekommen. Nein, hier aber. Noch außer dem Spaten. Hier. Eine Heugabel. Was kann ich denn damit machen? Versetze den Boden. Okay. Und eine Rasierklinge. Rasier den schmutzigen Hippie. Hm. Wir haben aber keine... Komm, wir bauen uns mal eine Heugabel. Guck mal hier, jetzt können wir uns hier ein Feld anlegen. Ja, einfach mal machen. Nee, nee, nimm mal die Heugabel. Ach, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Außerdem müssen wir was essen. Ach du Scheiße, komm, leg die mal dahin erstmal. Und lass uns mal ganz schnell was essen. Bam, 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 bam. Siehst du, das wieder typisch bei diesem Game, vergesse ich immer das Essen. Und auch die Nahrungsbeschaffung. Und daran hapert es dann immer, daran scheitert es dann im Prinzip. Deshalb stirbt man dann. Wenn man so beschäftigt ist und immer wieder vergisst, dass das Allerwichtigste ist das Essen. Und jetzt können wir auch die Gabel aufnehmen. Sind wir halbwegs satt wieder. So, und jetzt machen wir hier was Schönes. Genau. Ach Mist, jetzt habe ich... Oh. Ach, jetzt passt das nicht mehr ins Inventar. Komm, was ist denn hier mit einer Truhe? Können wir nicht eine Truhe machen? Nee, können wir nicht. Hm. Warte mal. Ist ja noch hellerlicher Tag hier. Guck mal, Samen. Nee, wisst ihr, ich habe nämlich gedacht, ich könnte jetzt hier ein Feld mit der Heugabe graben. Aber das habe ich scheinbar irgendwie falsch verstanden. Ach so, sie hat ja die Schaufel schon. Haha, gut. Ja, genau. Ja, genau. Jo. Dann sollten wir vielleicht wirklich jetzt so ein bisschen mal gucken nach Nahrung. Ich kann das nicht mehr tragen. Mist, 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 Mist. Wahrscheinlich kann ich noch nicht mal Nahrung tragen. Und ich kann keine... Was mache ich denn jetzt? Naja. Mal gucken, was ist denn das hier? Abigails Blume. Hm. Ich kann mir ja auch keinen... Noch keinen Kranz craften. Dazu bräuchte ich noch... Ein paar Blumen. Komm, vielleicht finden wir noch ein paar Blumen. Oh, der Friedhof. Oh, wir sind viel zu weit in den Friedhof reingegangen. Nicht gut. Friedhof nicht gut. Ja, Samen ohne Ende, klar, ist schick. Und alle Blumen haben wir abgepflanzt, oder wie? Mann, jetzt regnet es auch. Und auch zu allem Ärger. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's schon wieder hier mit Don't Starve. Der dritte Tag schon. Hm, ich bin da ganz optimistisch, dass wir da was hinkriegen. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer UFO-Mann. Und vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde.